Sex außerhalb der Ehe ist gewöhnlich unmoralisch. Ach Quatsch. Ja, immer wieder werde ich gefragt, Holger, wo stehst du eigentlich politisch und was wirst du bei der Bundestagswahl wählen? Und ich kenne das ja mittlerweile schon, von linker Seite wird mir unterstellt, ich sei irgendwie ein verkappter Rechter oder ein Rechter oder was weiß ich. Von der rechten Seite wiederum kommt dann die Feststellung, dass ich eindeutig ein Linker bin und linke Thesen verbreite. Und ja, es ist wirklich ein bisschen skurril. Aber es gibt ja Möglichkeiten im Netz, das einfach mal festzustellen, wo man denn selbst politisch steht. Und es wird ja auch dann im September irgendwann den Wahl-O-Maten wiedergeben. Den werde ich dann auch mal machen, aber den gibt es noch nicht. Aber es gibt ja genug andere Seiten, die sozusagen die Möglichkeit geben, festzustellen, wo man genau politisch steht. Und ich habe mir mal zwei Seiten rausgesucht, die ich einfach mal mache. Mal gucken, ob die beide auch zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Es geht also darum, dass verschiedene Politikfelder abgeklopft werden und dann geguckt wird, okay, da und da stehst du politisch. Wenn ihr das auch machen wollt, ich habe die Links in der Beschreibung stehen, da könnt ihr auch das sozusagen parallel mitmachen. Vielleicht habt ihr zu bestimmten Themen andere Meinungen, mit Sicherheit habt ihr das. Und dann könnt ihr ja mal sagen, wo ihr denn so gelandet seid. Also, das ist hier The Political Compass, heißt das. Gibt es in diversen Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Und ja, stellt einem eine Menge Fragen, die man beantworten muss. Und dann wird am Ende ein Kompass eingeblendet, wo man sozusagen im politischen Spektrum von links bis rechts und von liberal bis konservativ angesiedelt ist. So, dann haben wir also hier die erste Frage, hier steht erstmal nur ein paar Thesen zum Warmwerden. Diese beschäftigen sich von deiner Sicht auf dein Land und die Welt. Erste Frage, wenn ökonomische Globalisierung unausweichlich ist, sollte sie primär der Menschheit dienen, anstatt den Interessen transnationaler Unternehmen? Achso, das ist eine These, das ist keine Frage. Also stimme ich dem zu. Naja, sicherlich sollte sie in erster Linie den Menschen dienen. Alles andere wäre ja absurd. Aber Unternehmen sind natürlich auch nicht zu benachteiligen. Insofern, weil sie ja wiederum die Wirtschaft wiederum sind und dafür sorgen, dass ein Produkt von A nach B kommt und dass das Ganze bezahlbar ist und dass Menschen Arbeitsplätze haben. Insofern würde ich Zustimmung sagen, aber nicht deutliche Zustimmung. Ich würde Zustimmung sagen. So. Nächste These. Ich würde immer mein Land unterstützen, egal ob es richtig oder falsch handelt. Nö, das würde ich nicht tun. Das tue ich auch jetzt nicht. Also insofern deutliche Ablehnung. Also ich bin durchaus, würde sagen schon, dass ich durchaus Patriot bin. Wobei ich vor allem Lokalpatriot bin. Also ich bin sozusagen stolzer Hamburger. Aber ich habe mit Bayern und Sachsen nichts zu tun. Nichts gegen Bayern und Sachsen, viele Grüße, aber insofern, das wäre ich schon. Aber hier geht es ja vor allem auch darum, dass eine Regierung etwas tut. Und da muss ich ja nicht auf Biegen und Brechen zu allem Ja und Amen sagen. Das wäre ja schrecklich. Niemand sucht sich sein Geburtsland aus, daher ist es albern, darauf stolz zu sein. Ja, das stolz, ein Deutscher zu sein, finde ich auch Quatsch. Das ist rechtsradikales Gequatsche. Wie gesagt, Patriot kann man sein. Man kann zu seiner Flagge stehen, zu seiner Hymne stehen. Die Deutschen haben ja auch ein Problem mit ihrer Flagge und mit ihrer Hymne und allem. Und mit ihrer Sprache ja auch. Wir verhunzen ja gerade unsere Sprache durch dieses ganze Gendern. Während in Frankreich, die Franzosen lieben ihre Flagge, ihre Trikolore, die Franzosen lieben ihre Hymne und die Franzosen, also Macron in dem Fall, hat persönlich das Gendern verboten, weil er die französische Sprache liebt und die Franzosen haben dem weitestgehend zugestimmt, dass er das gemacht hat. Das ist der Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen, ne? Aber ich schweife ab. Im Vergleich zu anderen Rassen hat unsere Rasse viele überlegene Eigenschaften. Das ist ja schrecklich, um Gottes Willen. Nein, nein, deutliche Ablehnung. Also das wäre nun wirklich rechts, wenn ich da irgendeine Zustimmung geben würde. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nee.
Also ich habe mit Rechtsextremisten nichts am Hut, aber mit Islamisten auch nicht. Und das sind, und die sind sozusagen, ja, stehen sich ja selber auch feindlich gegeneinander. Insofern deutliche Ablehnung. Militäreinsätze, die gegen internationales Recht verstoßen, sind manchmal gerechtfertigt. Och Gott, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich bin im Grunde ein Gegner von militärischen Einsätzen. Also was Auslandspolitik und Auslandseinsätze angeht, bin ich wirklich, da bin ich wirklich links, würde ich mal sagen. Das würde ich eindeutig so sagen. Aber natürlich kann es gewisse Ausnahmen geben. Das ist immer klar. Insofern würde ich zustimmen, aber nicht deutlich zustimmen. Na gut, wobei gegen internationales Recht verstoßen. Ja, das ist ja noch was anderes eigentlich. Ja, internationales Recht. Okay, also ich denke mal, ja, also wenn der Bündnisfall der NATO eintritt, also sagen wir mal, Dänemark wird überfallen oder Italien oder Schweden oder was weiß ich, jetzt mal völlig, völlig absurd, aber dann würde ich sagen, natürlich müssen wir dann auch zur Hilfe sein mit unserer Armee. Aber das wäre ja auch von internationalem Recht gedeckt, ne? Nee, insofern würde ich doch auf Ablehnung gehen, aber nicht auf deutliche Ablehnung. Ja. Es gibt im Moment eine bedenkliche Verbindung der Informations- und Unterhaltungsindustrie. Das muss mitunter gar nicht so schlecht sein. Das machen wir ja im Prinzip auch. Ich meine, das, was ich mache, ist ja auch Information, aber auch letztendlich auch mit Unterhaltungsfaktoren mit drin. Das ist nicht das Problem. Die Verquickung sehe ich eher zwischen Informationen und Parteien oder Politik und Regierung. Das ist eher das Problem hier und da. Oder Großkonzernen. Aber ich sehe nicht so das Problem bei Information und Unterhaltung. Wenn das hochwertig gemacht ist, wenn das Informationswert hat, kann es auch gerne Unterhaltungselemente haben. Insofern würde ich ist bedenklich, würde ich es nicht nennen, dass es eine gewisse Entwicklung in die Richtung gibt. Das ist sicherlich richtig. Also ich würde es mal ablehnen, so als These, aber ich würde es nicht deutlich ablehnen. So, jetzt kommt die nächste Seite. Test 2 von 6. Jetzt zur Wirtschaft. Hier geht es um persönliche Meinungen, nicht um den DAX. Menschen sind letztendlich eher wegen ihrer Klasse gespalten als wegen ihrer Nationalität. Puh, da kann man natürlich ganze Bücher drüber schreiben, über die These. Tja, beides kann sein. Es kann die Nationalität eine Rolle spielen, es kann aber auch die Klasse eine Rolle spielen. Was heißt auch Menschen? Wo? Jetzt in Deutschland oder international? Das kommt ja aufs Land an. Also in Deutschland würde ich jetzt nicht so sagen, dass wir von der Klasse her extrem gespalten sind. Also wir haben ja keine Kasten in Deutschland. Falsch ist es aber doch nicht. Also insofern Zustimmung, aber nicht deutliche Zustimmung. Die Inflation zu steuern ist wichtiger als die Arbeitslosigkeit zu steuern. Nö, das ist Quatsch. Deutliche Ablehnung. Weil man nicht darauf vertrauen kann, dass Unternehmen freiwillig die Umwelt schützen, muss man sie schärfer regulieren. Ja, das ist sicherlich, da würde ich deutlich zustimmen. Auf jeden Fall, klar. Da gibt es manchmal Dinge, die besser laufen könnten. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen ist grundsätzlich eine gute Idee. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Ja, ist grundsätzlich eine gute Idee, ja sicherlich. Klappt nur nicht immer, ne? Ist nicht immer umzusetzen, aber da würde ich schon deutlich zustimmen, klar. Je freier der Markt, desto freier die Menschen. Haha, ja, das ist natürlich auch wieder eine spannende Frage. Da würden mir jetzt Leute, die dem Sozialismus frönen, natürlich würden das natürlich ablehnen. Kapitalisten würden deutlich zustimmen. Ich würde mich irgendwo dazwischen sehen. Ich glaube, dass der freie Markt auch viel entfalten kann, auch bei Menschen entfalten kann. Ein zu regulierter Markt ist auch ein Stück weit Einschränkung der Freiheit.
Insofern würde ich mal zustimmen. Ich tendiere zwischen Zustimmung und Ablehnung. Ich bin aber tendenziell ein bisschen eher für die Zustimmung. Insofern mache ich das. Es ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass etwas Grundlegendes wie Trinkwasser nun ein in Flaschen abgefülltes Produkt ist. Ja, es gibt ja auch nach wie vor Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Das ist ja nicht so, dass es das nur noch in Flaschen gibt. Insofern, das ist ja Quatsch. Gut, ich weiß nicht, es gibt vielleicht Länder, in denen das so ist. Also Nestle ist da ja leider sehr aktiv auf der Welt, im negativen Sinne. Natürlich ist es ein Armutszeugnis. Also wenn das so ist, ist es ein Armutszeugnis, ganz klar. Wasser ist ein Grundbedürfnis für jeden Menschen und das darf man nicht nur in Flaschen abfüllen und für teuer Geld verkaufen. Also deutliche Zustimmung, klar. Land sollte keine Ware sein, die man kaufen und verkaufen kann. Naja, aber was ist denn die Alternative? Also ich meine, das ist ja... vielleicht sollte man die Größe von Land begrenzen. Also dass ein Mensch nur so und so viel Land maximal besitzen darf. Das könnte man vielleicht regeln. Aber warum soll nicht jemand sein eigenes kleines Grundstück haben, wo er sein Häuschen drauf baut? Also das finde ich so pauschal... würde ich dem nicht zustimmen. Nee, insofern Ablehnung. Es ist bedauerlich, dass Menschen persönliche Reichtümer anhäufen können, indem sie einfach Geld manipulieren und nichts zu ihrer Gesellschaft beitragen. Mein Gott, das ist ja Klassenkampf pur hier. Die Frage ist ja mal, ob das überhaupt stimmt. So eine These wird aufgestellt. Ja, natürlich stimmt es, klar. Natürlich, wenn Menschen viel Geld haben, können sie noch mehr Geld machen. Inwiefern wird Geld manipuliert? Was meinen Sie mit Geld manipulieren? Aber es ist bedauerlich in der Tat, dass es sehr viele sehr, sehr reiche Menschen gibt und noch viel, sehr, sehr viel arme Menschen. Das ist in der Tat etwas, was man ändern müsste. Klar, insofern kann man dem ja nur deutlich zustimmen. Protektionismus ist für den Handel manchmal notwendig. Ja, manchmal schon, ja. Er darf nur nicht in zu großem Maße passieren. Ne? Insofern würde ich zustimmen, aber nicht deutlich zustimmen. Die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, seinen Anteilseignern Gewinn einzubringen. Quatsch. Deutliche Ablehnung. Reiche Menschen werden zu hoch besteuert. Nein, deutliche Ablehnung. Diejenigen, die es sich leisten können, haben das Recht, bessere medizinische Versorgung zu erhalten. Naja, gut, ich bin ja auch privat versichert und ich habe ja auch sozusagen mein Einzelzimmertarif, wo ich extra Geld für bezahle, wenn ich im Krankenhaus liege, dass ich ein Zimmer für mich alleine habe und so weiter. Da zahle ich auch freiwillig mehr Geld dafür. Aber natürlich, die medizinische Versorgung an sich darf natürlich nicht vom Geldbeutel abhängen. Also auch derjenige, der den kleinsten, billigsten Tarif bezahlt, muss natürlich, wenn er krank ist, Hilfe bekommen vom Arzt oder wenn er ins Krankenhaus muss, die nötige Versorgung bekommen. Das ist doch ganz klar. Insofern haben das Recht, eine bessere medizinische Versorgung. Ja, gut, was ist damit drin? Was ist damit gemeint? Wie gesagt, wenn sowas damit gemeint ist, was ich gerade gesagt habe, dass man auch ein Einzelzimmer bekommen kann und solche Dinge, dass man dafür aber freiwillig mehr bezahlt, ist das in Ordnung. Aber die grundsätzliche medizinische Versorgung muss für jeden natürlich bezahlbar sein. Insofern würde ich jetzt ablehnen. Also so wie es da steht, ist mir das irgendwie nicht sympathisch. Regierungen sollten Unternehmen bestrafen, die die Öffentlichkeit täuschen. Das heißt Regierung? Die Justiz sollte sie bestrafen. Regierungen machen die Gesetze, ja gut. Ja, sicherlich. Aber auch Regierungen sollten bestraft werden, die die Öffentlichkeit täuschen. Vielleicht hätte man so rum mal fragen müssen. Ne? Aber klar, ich stimme dir natürlich zu. Ein echt freier Markt benötigt Beschränkungen, die verhindern, dass multinationale Unternehmen Monopole schaffen. Ja, das ist richtig. Das sollte nicht sein. Deutliche Zustimmung. So, dann sind wir auf Seite 3. Nun schauen wir uns ein paar deiner persönlichen sozialen Wertvorstellungen an.
Abtreibung sollte immer illegal sein, wenn das Leben der Mutter nicht gefährdet ist. Nö, es gibt ja die, die Fristenlösung, die wir momentan haben. Und die finde ich auch völlig in Ordnung. Man sollte Abtreibung nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt vornehmen können, also nicht bis kurz vor der Geburt, weil dann ist es für mich Mord. Wenn sich quasi schon ein Baby quasi schon herausgebildet hat, was nur noch quasi auf die Welt kommen muss, das kann man nicht mehr abtreiben. Das ist für mich Mord. Aber wenn es sich um einen kleinen Fötus handelt, in einem Stadium, sagen wir mal bis zu maximal 3 Monaten sind es ja, glaube ich, und die Frau bringt gute Gründe dafür vor, sie fühlt sich zu jung, sie fühlt sich für nicht verantwortlich oder fühlt sich nicht in der Lage, so ein Kind großzuziehen, die sozialen Umstände sind nicht gut und so weiter, dann kann das durchaus meine Zustimmung finden. Insofern, immer illegal sollte sie nicht sein, natürlich nicht. Insofern lehne ich das ab. Jede Autorität sollte hinterfragt werden. Selbstverständlich. Deutliche Zustimmung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, was versteht man darunter jetzt? Das kann ja viel bedeuten. Aber natürlich ist das ist ja eher so, das ist ja eher so Western-Haltung. Nee, da würde ich mal sagen, deutliche Ablehnung. Steuerzahler sollten keine Theater oder Museen finanzieren müssen, die sich wirtschaftlich nicht selbst tragen können. Nee, das würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich schon gewisse Arten von Kunst und Kultur, die der freie Markt nicht regeln kann, wo der Staat Subventionen geben sollte. Das gilt genauso auch für die Filmförderung. Das gilt natürlich auch fürs Fernsehen, um das klar zu sagen. Aber diese Förderung beim Fernsehen sollte natürlich deutlich geringer als 8 Milliarden ausfallen. Also damit hier nicht der Eindruck entsteht, ich wäre für den Rundfunkbeitrag in der Form, wie er jetzt ist, aber ist ja allgemein bekannt, dass ich es nicht bin. Also sollten keine Theater, also doch, sollten sie schon, bis zu einem gewissen Punkt. Insofern ist das Ablehnung. Es regnet gerade stark hier, deswegen plattert es auf dem Dach, falls ihr da ein Hintergrundgeräusch gerade hört. Schulen sollten keine Anwesenheitspflicht haben. Doch, natürlich sollten sie eine Anwesenheitspflicht haben. Deutliche Ablehnung. Alle Menschen haben ihre Rechte, aber es ist besser für uns alle, wenn verschiedene Arten von Menschen unter sich bleiben. Pff, oh Gott. Welche Art von Menschen sollten unter sich bleiben? Was meint man denn damit? Nee, ist Humbug. Deutliche Ablehnung. Gute Eltern müssen ihre Kinder manchmal schlagen. Nein, deutliche Ablehnung, um Gottes Willen. Es ist natürlich, wenn Kinder ein paar Geheimnisse vor ihren Eltern haben. Ja, sicher ist es natürlich. Deutliche Zustimmung. Der Besitz von Marihuana für den persönlichen Gebrauch sollte keine Straftat sein. Absolut, deutliche Zustimmung. Die primäre Funktion der Schule sollte es sein, die zukünftigen Generationen mit Fähigkeiten zur Jobfindung auszustatten. Ja, sicherlich, klar. Also die Schule ist manchmal sehr theoretisch oder man lernt halt Sachen, die man im Leben nie wieder braucht. Sinuskurvenberechnung oder irgend so ein Quatsch. Insofern würde ich da schon zustimmen. Ja, klar. Die Schule sollte darauf ausgerichtet sein, so Dinge den Kindern Dinge beizubringen, die sie fürs Leben auch gebrauchen. Menschen mit ernsthaften Erberkrankungen sollte es nicht gestattet sein, sich fortzupflanzen. Boah, das ist ja schrecklich. Das ist ja schon ein drittes Reich. Nee, um Gottes Willen. Also, nicht deutliche Ablehnung sagen, weil natürlich, wenn festgestellt wird, dass ein Kind möglicherweise eine ganz bestimmte Erbkrankheit auch haben wird, und das kann man bereits im Mutterbauch feststellen, finde ich es für Eltern absolut nachvollziehbar und auch etwas, was man nicht verachten sollte, wenn sie sagen, nein, dann möchten wir dieses Kind nicht bekommen. Sie sollten aber genauso natürlich unterstützt werden und bestärkt werden, erst recht, wenn sie sagen, dieses Kind möchten wir bekommen. Gar keine Frage. Jetzt donnert es auch noch. Das Wichtigste für ein Kind ist, dass es lernt, Disziplin zu akzeptieren.
Es ist nicht das Wichtigste, aber ich finde, Disziplin ist etwas sehr Wichtiges. Das sollten Kinder in der Tat lernen. Bei manchen Kindern haben auch das Gefühl, dass sie es heutzutage ein bisschen zu wenig lernen. Insofern würde ich zustimmen, aber nicht deutlich zustimmen. Es gibt keine zivilisierten und unzivilisierten Völker, es gibt nur verschiedene Kulturen. Naja, unzivilisiert. Es gibt natürlich immer noch bestimmte Stämme und so weiter, die zwar auch Kulturen sind, die aber jetzt nicht in einer solch zivilisierten Welt leben, wie wir leben. Unter zivilisiert würde ich ja auch einfach verstehen, eine moderne Gesellschaft mit Strom und mit Wasseranschluss in den Wohnungen und mit einer Infrastruktur, die das würde ich als zivilisiert bezeichnen. Insofern gibt es natürlich auch zivilisierte und unzivilisiertere Völker. Insofern Ablehnung, weil dass es das nicht gibt, würde ich nicht sagen. Menschen, die arbeiten können, es aber verweigern, sollten keine gesellschaftliche Unterstützung erhalten. Das ist hart, aber ich finde schon, dass wenn jemand kräftig ist und arbeitsfähig ist und einfach nur sagt, ich will jeden Monat meine Stütze haben, ich tue dafür aber nichts, da werde ich manchmal auch etwas ungemütlich, sorry, aber das finde ich nicht. Jeder sollte seinen Beitrag leisten und wenn es nur irgendwo im öffentlichen Park Gras mähen oder Unkraut jäten oder irgendwas ist in der Art. Also insofern würde ich dem in dem Sinne schon zustimmen, aber nicht deutlich zustimmen, weil jeder soll natürlich unter dem Strich am Ende Unterstützung bekommen, aber man muss auch was dafür tun. Das ist völlig klar. Wenn ein etwas bedrückt, ist es besser, nicht darüber nachzudenken und sich mit fröhlicheren Sachen zu beschäftigen. Das war eine sehr psychologische Frage jetzt. Nee, das ist ja einfach nur, dass er sie einfach ablenken und sich die Welt schönreden. Nee, das ist Quatsch. Natürlich sollte man darüber nachdenken. Insofern Ablehnung, aber nicht deutliche Ablehnung, weil... Naja, gut, ich sag mal so, man darf sich auch nicht verrückt machen lassen mit Dingen. Manchmal ist es auch gut, einfach zu sagen, okay, es ist jetzt halt so. Vielleicht zum Beispiel, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, man kann es halt nicht mehr ändern. Der ist halt weg und man kann ihn nicht mehr lebendig machen. Dann sollte man sich auch nicht das ganze Leben kaputt machen lassen. Weil man muss sich immer klar machen, das wäre ja auch wahrscheinlich nicht im Sinne des Verstorbenen, dass man das tut, ne? Migranten der ersten Generation, die im Ausland geboren wurden, können nie vollständig in ihrem neuen Land integriert werden. Nee, klar, wenn man aus einem anderen Land kommt und dort geboren wurde und dort auch ein Stück weit aufgewachsen ist, kann man natürlich nicht vollständig integriert werden in ein anderes Land. Ein bisschen fremd ist man immer und bleibt man immer. Insofern, das ist... Das ist etwas, wo ich auch nicht schlimm finde, wenn man das so sagt. Insofern Zustimmung, aber nicht deutliche. Was gut für die erfolgreichsten Unternehmen ist, ist im Endeffekt gut für uns alle. Ja, die erfolgreichsten Unternehmen oder die größten Konzerne. Ne? Ja, gut, wenn man es jetzt umgekehrt sich klar macht, wenn Unternehmen alle riesen Minus machen und riesen Probleme haben, ist das dann sozusagen gut für uns? Dann würde man ja auch sagen, nein, das kann für uns auch nicht gut sein. Insofern würde ich mal zustimmen, aber nicht deutlich zustimmen. Keine Sendeanstalt, egal wie unabhängig ihre Inhalte sind, sollte staatliche Unterstützung erhalten. Da würde ich... Nee, das würde ich so pauschal nicht sagen, weil ich ja vorhin schon sagte, Subvention von Inhalten, wenn sie sozusagen, sagen wir mal, Hochkultur oder Informationen, hochwertige Reportagen, Minderheitenthemen, kommerzfreie Inhalte für Kinder und so weiter, dass das natürlich schon auch ein Stück weit mit staatlichen Subventionen versehen werden sollte. Natürlich nicht mit inhaltlichen Vorschriften, sondern rein unabhängig gezahlt, dieses Geld dann natürlich auch. Das ist ja das Problem, was wir vor allem bei ARD und ZDF haben, dass es ja keine unabhängigen Medien sind, auch wenn sie es immer wieder behaupten.
Nee, so würde ich das in der Pauschalität würde ich es ablehnen. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es muss immer auch hier und da staatliche Unterstützung geben. Der freie Markt kann es nicht komplett alleine regeln. Das würde ich, das sehe ich nicht so. So, Test 4, Seite 4 von 6. Wie du die größere Gesellschaft siehst. Unsere Bürgerrechte werden übermäßig für die Terrorabwehr eingeschränkt. Ja, ob ich das gut finde oder ob ich das einfach so feststelle. Übermäßig würde ich nicht, würden die Bürgerrechte nicht eingeschränkt. Nö. Also nehme ich zumindest nicht so wahr. Nö. Ablehnung. Aber natürlich werden Bürgerrechte hier und da eingeschränkt, um Terror abzuwehren. Das ist richtig, ja. Aber es ist möglicherweise auch notwendig. Ein signifikanter Vorteil eines Einparteienstaates ist, dass alle Diskussionen, die den Fortschritt im Wege stehen, vermieden werden. Na Quatsch, um Gottes Willen, deutliche Ablehnung. Das wollen wir ja nur alle nicht, hoffe ich. Obwohl das elektronische Zeitalter Überwachungsmaßnahmen einfacher macht, müssen sich nur Leute, die etwas zu verbergen haben, darum sorgen. Nee, nee, also da muss sich jeder auch schon ab einem gewissen Punkt Sorgen machen. Überhaupt keine Frage, das ist klar. Insofern müssen sich nicht nur die Leute sorgen, die was zu verbergen haben, sondern andere auch. Also Ablehnung dieser These, so wie sie formuliert ist. Die Todesstrafe sollte eine Bestrafungsmöglichkeit für die schlimmsten Verbrechen sein. Nein, lehne ich komplett ab. In einer zivilisierten Gesellschaft hat der Einzelne immer Vorgesetzte, denen zu folgen ist und Untergebene, die zu führen sind. Das ist so, ja. Es gibt Unternehmen nun mal. Ich habe auch ein Unternehmen, ich bin auch Geschäftsführer. Insofern weiß ich auch selbst, wovon ich rede. Ja, es gibt immer Vorgesetzte, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen und sich so vielleicht eine Existenz aufzubauen, dass man davon selbst frei ist. Aber es gibt ja auch viele, die wollen ja fest angestellt sein, die wollen ja sozusagen geführt werden als Mitarbeiter. Es ist ja nicht so, dass jeder ablehnt, einen Vorgesetzten zu haben. Ja, insofern deutliche Zustimmung, so wie das formuliert ist, ist es im Prinzip in Ordnung. Abstrakte Kunst, die nichts darstellt, sollte überhaupt nicht als Kunst gesehen werden. Genau, abartige Kunst, oder wie hat man, entartete Kunst, haben die Nazis immer gesagt, ne? Nein, um Gottes Willen, deutliche Ablehnung. Die Kunst muss frei sein. Und wenn man das nicht versteht, muss es nicht bedeuten, dass der andere es nicht trotzdem toll findet. Ist doch klar. In der Strafjustiz sollte Bestrafung wichtiger sein als Rehabilitation. Rehabilitation ist immer die Frage, wie viel es bringt, ne? Nee, im Zweifel sollte die Bestrafung auch wichtiger sein. Ich finde, dass Rehabilitation oftmals leider nicht in die Richtung geht. Ist jedenfalls mein Eindruck. Also ich glaube, Bestrafung muss sein und bis zu einem gewissen Punkt schreckt sie auch möglicherweise ab, hoffe ich zumindest. Insofern würde ich zustimmen, aber nicht deutlich zustimmen. Es ist Zeitverschwendung, zu versuchen, manche Kriminelle zu rehabilitieren. Bei manchen Kriminellen ist das so, in der Tat. Ja, insofern würde ich dem deutlich zustimmen, ja. Aber nicht für alle natürlich. Unternehmer und Hersteller sind wichtiger als Autoren und Künstler. Ja, das ist ja böse, das gegeneinander zu stellen. Beides hat seine Berechtigung. Insofern lehne ich das ab, natürlich. Das ist Quatsch. Mütter dürfen Karrieren haben, aber ihre oberste Pflicht ist die der Hausfrau. Ach Quatsch, will man nicht mehr in den 50er Jahren oder was? Deutliche Ablehnung. Multinationale Unternehmen haben Multinationale Unternehmen beuten unethisch die pflanzengenetischen Ressourcen der Entwicklungsländer aus. Multinationale Unternehmen beuten unethisch die pflanzengenetischen Ressourcen der Entwicklungsländer aus. Ja, gut, das ist sicherlich so. Aber die Frage ist ja, ob man damit Entwicklungsländern helfen würde, wenn Unternehmen das nicht mehr tun. Ne? Also kann man schwer beantworten. Da müsste man mehr ins Detail gehen.
So pauschal lehne ich das mal ab. Das ist mir irgendwie zu pauschal. Mit dem Establishment Frieden zu schließen, ist ein wichtiger Aspekt des Erwachsenwerdens. Naja, gut, erwachsen sein heißt auch, oder erwachsen werden, also junger Erwachsener zu sein, ist immer auch revolutionär und man weiß alles besser und hier, was kostet die Welt und ich bin sowieso der Schlaueste von allen. So sind ja heranwachsende Jugendliche und junge Erwachsene erstmal. Und dann irgendwann kommt die Erkenntnis, ach so, war irgendwie doch nicht so. Nö, insofern, warum soll ein junger Erwachsener mit dem Establishment Frieden schließen? Nö, finde ich nicht. Das gehört zum rebellischen Jugendsein dazu, dass man das nicht unbedingt tut. So, Seite 5 von 6. Wenn du es bis hier geschafft hast, sind diese Thesen über Religion ein Kinderspiel für dich. Astrologie erklärt viele Dinge akkurat. Quatsch. Habe ich nichts mit am Hut. Man kann nicht moralisch sein, ohne religiös zu sein. Quatsch. Wohltätigkeit ist besser geeignet als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten zu unterstützen. Um Gottes Willen, nee, nee. Also Sozialhilfe oder die Hilfe des Sozialstaates muss natürlich auch sein. Man kann nicht nur auf Freiwilligkeit und Spenden setzen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Das war ja die Meinung von diesem libertären Herrn, den ich mal interviewt habe. Aber das sehe ich nicht so, nein. Also deutliche Ablehnung. Einige Menschen haben vor Natur aus kein Glück. Ja, es gibt Pechvögel, das ist richtig, ja. Das ist manchmal so, aber von Natur aus weiß ich nicht. Aber es ist natürlich so. Insofern würde ich das mal so durchaus zustimmen und sagen. Ja, es gibt einfach Pechvögel im Leben. Es ist wichtig, dass die Schule meines Kindes religiöse Werte vermittelt. Um Gottes Willen, nein. Ablehnung. So, letzte Seite. Gleich wird's spannend. Zuletzt noch etwas über Sex. Oh, jetzt wird's noch spannend. Aber keine intimen Fragen hier. Sex außerhalb der Ehe ist gewöhnlich unmoralisch. Ach, Quatsch. Ein gleichgeschlechtliches Paar in einer stabilen, liebenden Beziehung sollte nicht von der Möglichkeit einer Kinderadoption ausgeschlossen werden. Das sehe ich genauso, natürlich nicht. Pornografie, die einwilligende Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein. Ja, sicherlich, klar, natürlich. Also Pornografie wird es immer geben. Wenn man sie illegal macht, macht man es nur umso schlimmer. Was sich im Schlafzimmer zwischen zustimmenden Erwachsenen abspielt, geht den Staat nichts an. Absolut. Niemand kann sich von Natur aus homosexuell fühlen. Wieso das denn? Quatsch. Deutliche Ablehnung. Heutzutage geht die Offenheit über Sex zu weit. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sind wir ja relativ offen in der Gesellschaft, was Sexuelles angeht, sexuelle Neigung, sexuelle Vielfalt angeht. Auf der anderen Seite stelle ich halt mittlerweile fest, dass wir wieder unglaublich prüde geworden sind in gewissen Bereichen. Ne? Also, weiß ich nicht. Also, das geht irgendwie, da teilt sich die Gesellschaft so ein bisschen, ist mein Eindruck. Aber dass die Offenheit über Sex zu weit geht, das würde ich nicht sagen, nein. Also da würde ich ablehnen. So. Jetzt wollen wir mal sehen, wo du stehst. Na, ich bin gespannt. So, jetzt wird uns hier noch erklärt, was das bedeutet. Ne? Also hier haben wir nochmal also autoritär bis freiheitlich und von links bis rechts. Das sind sozusagen die vier Außenpunkte. Und irgendwo dort wird jetzt mein Punkt gleich verortet, wo ich dann stehe. Hier haben wir Beispiele. Also man sieht, Nordkorea, China, Saudi-Arabien sind extrem autoritär. Dass Singapur so extrem rechts ist, ist interessant. Saudi-Arabien, ja, in der Tat. Gut, China, Nordkorea ist ein sehr linkes System, wobei links und rechts ja in so autoritären Systemen ja im Grunde genommen sich fast schon wieder angleichen. Also das ist jetzt
Aber die Schweiz zum Beispiel ist jetzt deutlich libertärer oder liberaler, ist aber auch mehr konservativ angesiedelt. Naja, so. So, jetzt ist hier also mein Punkt angesiedelt. Ich bin also tatsächlich ziemlich linksliberal. Allerdings nicht extrem. Ich bin weder extrem links, noch bin ich extrem liberal. Ich bin im guten Mittelfeld linksliberal. Ja, ich würde das auch tatsächlich selber so sehen. Ich finde es immer interessant, wenn Leute mich irgendwie als rechts verorten. Sie tun das ja vor allem dann, wenn ich mich kritisch zu Migration und zum Islam und zu Islamisten und zum politischen Islam äußere. Aber da sage ich immer wieder, das habe ich auch im Interview mit Feroz Khan gesagt, den Islam zu kritisieren hat mit rechts nichts zu tun. Im Gegenteil, das ist eigentlich links. Weil eine Religion sollte immer scharf kritisiert werden, wenn sie sich zu sehr in der Gesellschaft durchsetzen will. Egal, ob das die christliche Religion ist, die buddhistische Religion ist oder auch die islamistische oder die islamische Religion ist. Insofern, das hat für mich mit rechts nichts zu tun. Und was andere Bereiche angeht, ich bin gesellschafts- oder familienpolitisch bin ich sehr liberal. Ich bin, habe ich ja vorhin schon gesagt, was Außenpolitik, was Kriegseinsätze angeht, sehr, sehr links angesiedelt. Also insofern sehe ich mich da überhaupt auch nicht im rechten Bereich. Ich würde aber niemals die Grünen wählen. Ich habe mit der Linken, so wie sie momentan sich aufstellt, auch meine Probleme, auch wenn ich sie letztes Mal bei der Bundestagswahl gewählt habe. Diesmal würde ich sie nicht wählen. Ich bin ein großer Fan von Sarah Wagenknecht. Ich finde Boris Palmer bis zu einem gewissen Punkt gut. Also das sind so Leute, die mir durchaus sympathisch sind, die aber eher ein Schreckgespenst für Linksliberale sind. Also insofern ist es wahnsinnig schwierig bei mir, mich da wirklich einzuordnen. Aber ich kann mit dem Ergebnis, so wie es sich hier darstellt, gut leben. So, das war also das eine. Jetzt haben wir noch den Politnavi als andere Seite. Mal gucken, wie ich denn da eingeschätzt werde. Man kommt hier also direkt zum Test. Um Ihre Verortung im politischen Spektrum bestimmen zu können, müssen Sie Stellung zu insgesamt knapp 40 Positionen bzw. Fragen beziehen. Die Nutzung des Tests ist selbstverständlich anonym. Naja, gut, nun kriegt das ja mit, wenn ich es mache. So, die erste Frage. Religion und Staat sollten strikt voneinander getrennt sein. Jawohl. Jede Autorität sollte hinterfragt werden. Jawohl. Die Aussage, jeder ist seines Glückes Schmied, ist noch aktuell. Letztendlich ja, ja. Menschen sind eher aufgrund ihrer sozialen Klasse entzweit als aufgrund ihrer Nationalität. Ja, das war ja vorhin auch schon die Frage. Kann ich so nicht beantworten. Beides spielt eine Rolle. Also, dass sie eher aufgrund ihrer sozialen Klasse entzweit sind als aufgrund ihrer Nationalität, da würde ich widersprechen. Niemand sucht sich sein Geburtsland aus, also macht es keinen Sinn, auf dieses stolz zu sein. Haben wir vorhin auch schon mal gehabt. Stimme ich absolut zu. Religion ist eine wichtige Voraussetzung, um als Mensch über Moral und Werte zu verfügen. Nein. Im Gegenteil. Das kommt ja gerade oft von der Religion. Die europäischen Nationalstaaten treten zu viele Rechte an die EU ab. Das sehe ich mittlerweile auch so, ja. Ich bin kein Gegner der EU, aber ich habe da vieles durchaus zu kritisieren. Es gibt keine zivilisierten und unzivilisierten Völker, es gibt nur verschiedene Kulturen. Das hatten wir vorhin ja schon mal. Ist eine blöde Frage, kann ich so pauschal nicht beantworten. Es gibt auch unzivilisiertere Völker. Insofern würde ich da widersprechen. Unsere Kultur ist anderen Kulturen überlegen. Nein, natürlich nicht. Das ist Quatsch. Internationale Sicherheit kann vor allem durch Diplomatie und Entwicklungshilfe gewährleistet werden, nicht durch militärische Maßnahmen. Ja, vor allem, klar, vor allem sollte das im Vordergrund stehen. Da stimme ich zu. Militärische Eingriffe im Ausland können manchmal gerechtfertigt sein. Hatten wir vorhin auch schon mal. Sie können manchmal gerechtfertigt sein, ja, aber da würde ich sagen, wie gesagt, nur in sehr, 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 sehr einzelnen Fällen. Deutschland sollte verstärkt
in das Militär investieren. Nein. Wir sind eine Verteidigungsarmee, die muss gut ausgestattet sein. Alles andere sollten wir uns sparen. Es ist in Ordnung, dass das Recht der Privatsphäre eingeschränkt wird, wenn die Strafverfolgung dadurch verbessert wird. Oh Gott, das Recht der Privatsphäre. Nee, also da würde ich jetzt schon widersprechen. Privatsphäre ist Privatsphäre. Je härter Kriminalität bestraft wird, desto besser. Nö, auch da gibt es natürlich Grenzen. Insofern, das ist so Quatsch. Jeder Straftäter verdient die Chance auf Resozialisierung. Die Chance verdient natürlich jeder Straftäter, absolut. Grenzen gehören streng kontrolliert und Einwanderung muss mit hohen Auflagen verbunden sein. Ja, da stimme ich zu. Aber es sollte möglich sein, absolut. Abtreibung sollte in der Regel strafbar sein. Nee, in der Regel sollte sie nicht strafbar sein, nein. Widersprechen. Für schulpflichtige Kinder ist strikte Anwesenheitspflicht in der Schule wichtig. Ja, das sehe ich so. Der Besitz von Marihuana für den persönlichen Gebrauch sollte legal sein. Stimme ich auch zu. Also einige Fragen kennen wir ja schon. Drogen sollten prinzipiell und ausnahmslos legalisiert werden. Nee, alle Drogen nicht, nee. Das, da würde ich widersprechen. Der Eintritt in staatliche Institutionen wie beispielsweise Museen sollte immer kostenlos sein. Ja, das finde ich schon. Also in staatliche Museen, da sollte man keinen Eintritt nehmen. Dafür zahle ich als Steuerzahler schon. Homosexuelle Partnerschaften sollten in der traditionellen Ehe in allen Belangen gleichgestellt sein. Ja, stimme ich zu. Inflation zu begrenzen ist wichtiger als Arbeitslosigkeit zu begrenzen. Nein, widerspreche ich. Freiwilligkeit reicht nicht. Das Umweltrecht muss streng genug sein, um Unternehmen und Gesellschaft effektiv zum Umweltschutz zu zwingen. Ja, das ist jetzt ja schon so. Man kann ja nicht machen, was man will. Es gibt ja Umweltverschmutzung, die bestraft wird. Insofern, das ist ja auch richtig so. Also, da natürlich stimme ich dazu. Aber die Grünen zum Beispiel gehen in manchen Punkten vielleicht zu weit. Oder dass man sagt, naja, es ist immer die Frage, ob ab einem gewissen Punkt man damit der Umwelt zwar vielleicht einen Gefallen tut, aber damit die Wirtschaft ruiniert. Und da ist dann immer die Frage oder die Grenze, wo es denn schwierig wird, wie man da zu stehen soll. Ne? Im Handel ist Protektionismus manchmal notwendig. Ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Der Kommunismus ist in der Tat, in der Theorie eine gute Idee. Nein, wir wollen keinen Kommunismus, auch theoretisch nicht. Je freier der Markt, desto freier die Menschen. Nee, würde ich so auch nicht sagen. Das erste Ziel von Unternehmen sollte der Profit sein. Ja, natürlich, das ist klar. Dafür sind Unternehmen da, dass sie Profit machen. Das ist halt so. Sonst sind es keine Unternehmen, dann sind es gemeinnützige Einrichtungen. Der Staat sollte nicht an Unternehmen beteiligt sein dürfen. Weiß ich nicht. Also da manchmal ist das schon ganz gut, wenn der Staat Mitspracherecht hat. Also da würde ich widersprechen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre prinzipiell sinnvoll. Nein, ich bin absoluter Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich habe mich damit beschäftigt, keine Sorge. Ich habe auch dazu interessante Dinge gelesen. Ich habe das für und wider mir angehört und angeschaut. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ich das für Schwachsinn halte. Wenn man Geld vom Staat oder wenn man Geld haben will, dann soll man gefälligst den Arsch hochkriegen und arbeiten. So einfach ist das. Und wenn man nicht arbeiten kann, dann muss natürlich der Staat für einen da sein und auch entsprechend einem helfen. Das ist gar keine Frage. Ich bin für den Sozialstaat. Der muss auch gut ausgestattet sein. Aber dass jeder sozusagen für nichts und wieder nichts für lau Kohle vom Staat bekommt, sehe ich keinen Grund für. Das lehne ich ab. Es ist für den Staat wichtiger, Wirtschaft und Gesellschaft durch Investitionen zu fördern, als schuldenfrei zu werden oder zu bleiben. Naja, es ist natürlich wichtiger, auch staatlich zu investieren, gar keine Frage. Aber natürlich darf man Schulden nicht ohne Ende machen. Insofern, da würde ich dem zustimmen, aber obwohl die These so pauschal eigentlich nicht zu halten ist. Aber ich würde eher zustimmen als widersprechen. Es sollte Maximalgrenzen für Gehälter beziehungsweise im Management geben.
das ist Privatwirtschaft, wenn ein Großkonzern einem Manager, der top ist in seiner Position, der richtig gut was schafft, der ein richtig guter Manager ist, wenn der es einem privaten Unternehmen oder einem Vorstand eines Unternehmens es wert ist, dem so viel Geld zu bezahlen, dann geht das den Staat nichts an. Natürlich sollten die Managergehälter oder wenn man da von Managern sprechen kann, von zum Beispiel von Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stark begrenzt werden. Herr Buro verdient so viel wie die Bundeskanzlerin. Das lehne ich strikt ab. Aber so, wie es hier steht, wenn das für die freie Wirtschaft gilt, würde ich dem widersprechen. Der Mindestlohn ist prinzipiell eine sinnvolle Einführung gewesen. Ja. Eine Vermögensteuer ist ein faires Mittel zur Wohlstandsumverteilung. Ja. Strenge Umweltschutzgesetze kosten zu viele Arbeitsplätze und gefährden damit den sozialen Zusammenhalt. Nö, das würde ich so nicht sagen. Ich habe zwar vorhin gesagt, es gibt möglicherweise Punkte oder Momente, wo Wirtschaft vor Umweltschutz geht, aber das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. So, letzte Frage. Neue Entwicklungen wie die Digitalisierung bringen für unsere Gesellschaft mehr Chancen als Risiken. Absolut, würde ich zustimmen. So, Sie können Ihre Eingaben noch einmal bearbeiten oder direkt zum Ergebnis springen. Nö, ich gehe direkt zum Ergebnis. Gucken wir doch mal. So. Also, interessant. Diese Grafik verortet mich weiter rechts als der andere Kompass von eben. Aber immer noch im linksliberalen Spektrum. Oder im liberal-sozialistischen Spektrum. Ah, warte mal, man muss das ja anders lesen. Moment mal, da ist ja das konservativ-liberal-sozialistisch-kapitalistisch. Das war, glaube ich, bei dem anderen war das doch... Moment, wie war das denn bei dem anderen? Da war das ja... Da war das... Links und rechts war da... links und rechts, genau. Und hier ist konservativ oben und liberal unten. Und, nee. Hä, das ist irgendwie, ich muss die Grafik erstmal verstehen. Also, die AfD ist ja da oben angesiedelt. Also, da oben ist rechtskonservativ offensichtlich. Die FDP ist da unten. Also, da ist linkskapitalistisch. Links, ja, okay. Also, ich bin im Grunde genommen ein kleines Stückchen liberal-sozialistisch, wie es hier benannt wird. Ich bin nicht im rechten Feld, ich bin noch nicht im konservativen Feld. Ich bin aber, was das Sozialistische angeht, schon ziemlich an der Grenze. Auf jeden Fall nicht so wie SPD und Grüne und schon gar nicht so wie die Linke. Ja, so. Da bin ich jetzt angesiedelt. Also es ist ähnlich wie in der anderen Grafik. Ich bin aber hier etwas, wie gesagt, etwas weniger liberal links als in der anderen Grafik. Es ist interessant, dass ich so angesiedelt werde, weil SPD und Grüne sind mir ja offenbar sehr nahe. Ich bin ja auch mal in der SPD gewesen. Aber ich muss tatsächlich sagen, SPD und Grüne sind die beiden Parteien, die ich bei dieser Wahl nicht wählen werde. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Grünen, ich kann mit Frau Baerbock nichts anfangen. Ich finde die ganz schrecklich. Olaf Scholz an sich finde ich gar nicht so schlimm. Er war auch hier in Hamburg unser Bürgermeister, hat da einen guten Job gemacht. Aber diese ganze Partei drumherum, mit Frau Esken, die ich ganz schrecklich finde, mit Ralf Stegner und wie die alle heißen, ist für mich die SPD auch nicht wählbar. Ja, ich bin im Prinzip nicht schlauer geworden, was ich bei der Bundestagswahl wählen soll. Ich weiß es nicht. Ich bin nach wie vor, frage ich mich, was ich wählen soll, weil die beiden Parteien, die mir hier vorgeschlagen werden, wähle ich tatsächlich aus Prinzip diesmal nicht. Hier geht es aber noch weiter, wie ich sehe. Ihr politisches Profil wird hier noch angezeigt. Aha. Also ich neige doch wohl ziemlich überdurchschnittlich stark zum Laizismus und zum Umweltbewusstsein.
Ich bin hingegen weniger kapitalistisch. Ich bin ein bisschen mehr autoritär, als ich kapitalistisch bin. Pazifistisch. Also pazifistisch hätte ich eigentlich erwartet, dass ich da mehr ausschlage, weil ich würde mich schon letztendlich unterm Strich als Pazifisten sehen. Aber gut, gut, ich habe ja gesagt, Auslandseinsätze im Zweifel vielleicht, ja, okay. Na gut, also, ja, interessant. Also das war jetzt politnavi.de. Beide Ergebnisse sind ähnlich, aber weitergekommen bin ich letztendlich jetzt nicht. Ich weiß nach wie vor nicht, was ich bei der Wahl wählen soll. Wie gesagt, Anfang September kommt ja auch wieder der Wahl-O-Mat. Den werde ich auch nochmal machen. In aller Öffentlichkeit. Mal gucken, was der mir als Parteien dann ja empfiehlt, was ich wählen sollte. Aber mal gucken. Gut, dann wäre das auch geklärt. Teilt gern mit in den Kommentaren, wo ihr so politisch steht und ob ihr damit einverstanden seid, dass ihr dort politisch steht oder ob ihr das für Quatsch haltet. Also ob ihr diesen ganzen Test für Quatsch haltet. Kann ja auch eine Ansicht sein.